Der Zürcher Turnverband und der Regionalverband Zürich Tennis haben sich zusammengeschlossen und etwas schweizweit Einzigartiges auf die Beine gestellt: Sportzentrum Zürich. Auf dem Areal der Sportanlage Dürrbach zwischen Dübendorf und Wangenbrütisellen entsteht ein polysportives Kompetenzzentrum für über 30 Sportarten. Unsere Vision ist es, alles unter einem Dach zu vereinen: Sport, Schule, Medizin, Betreuung, Regeneration, Shops. Gemeinsam können wir Synergien nutzen. Egal welche Sportart, egal welches Leistungsniveau, welche Altersgruppe, es können alle voneinander profitieren. Gemeinden, Kanton und der Bund stehen hinter dem Projekt und unterstützen es finanziell, so auch die Gemeinde Dübendorf und Wangenbrütisellen. Die Gemeinden Dübendorf und Wangenbrütisellen unterstützen das Sportzentrum Zürich, weil sie sehr gut erschlossen sind, sei es mit dem öffentlichen Verkehr und auch im Individualverkehr mit der Ausfahrt Wangen. Und weiter bietet das Sportzentrum Zürich sehr gute Möglichkeiten für den Breitensport wie auch den Spitzensport. Die Zustimmung in der Bevölkerung merkt man sehr gut. Das haben wir gesehen an der Volksabstimmung zur Leistungsvereinbarung, wo wir einen Ja-Anteil von 83% erreicht haben. Wir merken auch weiterhin, dass die Zustimmung da ist, weil wir immer wieder gefragt werden, wenn es endlich losgeht. Der Standort vom Sportzentrum Zürich zwischen Wangenbrütisellen und Dübendorf ist perfekt. Ja, der Standort für das Sportzentrum Zürich zwischen Dübendorf und Wangenbrütisellen ist darum perfekt, weil aber Tausende von jungen und junggebliebenen Sportlern ihre Freizeit aktiv gestalten können. Das Sportzentrum, der Neubau, ist ein Teil der Sportanlage Dürrbach und wird in unheimlicher Menge Sport bieten für die Zukunft. Wir haben hier drinnen dreifach Sporthallen mit Zuschauerrängen, wir haben Tennishallen, wir haben Kunstturnhallen, wir haben Trampolinhallen, es hat auch ein Foyer mit der Cafeteria, es hat Sportmedizin und es hat Kunst- und Sportschule. Also die sind sehr sportlich, die Herausforderungen. Wir haben ein dreidimensionales Gitter entwickelt, wo wir all die verschiedenen Raumgrössen, Raumhöhen, wie ein Tetris, haben können in einen ganz kompakten Baukörper einbringen. Der Bauplan, der ist sehr sportlich ambitiös. Wir werden im Frühling vom nächsten Jahr den Spatenstich haben und nach der Bauzeit oder respektive der Bauvollendung, die geplant ist auf 2025, werden die Leistungs- und Breitensportler ihr neues Zuhause beziehen können. Also das Sportzentrum Zürich ist wirklich ein ganz tolles Projekt, wo Schule und Sport unter einem Dach verbunden wird. Kunst- und Sportschule Zürich Oberland existiert seit 20 Jahren und hat eine grosse Expertise in der Schulung von jungen Sporttalenten. Leider haben wir viel zu wenig Platz und müssen jedes Jahr viele Sporttalente abweisen. Daher wären wir natürlich sehr dankbar, wenn es im Sportzentrum Zürich zusätzliche Schulplätze gibt. Speziell für den Leistungssport ist das Zentrum sehr wichtig, weil wir endlich über eine topmoderne Infrastruktur verfügen. Zum Beispiel in der rhythmischen Gymnastik müssen sie heute auf einem Teppich trainieren, später auf einem gefederten Boden. Also dadurch, dass natürlich Schule und Sport im gleichen Gebäude ist, entfallen die ganzen Wegzeiten. Dadurch wird viel Zeit frei, die für die Regeneration genutzt werden kann. Und damit haben wir natürlich einen aktiven Beitrag an die Verletzungsprophylaxe geleistet. Und was mich besonders freut, ist, dass das tolle Sportzentrum nicht nur am Leistungssport, sondern auch am Breitensport offen steht. Für den Breitensport ist das Projekt Sportzentrum Zürich auch ein Riesenschritt in die Zukunft. Vor allem für die Vereine von Dübendorf und Wangenbrütisellen. Die Falcons haben über 300 aktive Mitglieder. Die beiden Dreifachhallen sind für unseren Unihockeysport extrem wichtig. Die Liste der Synergien mit dem neuen Sportzentrum ist für uns sehr lang. Dementsprechend sind die Erwartungen auch sehr hoch. Aus- und Weiterbildung wird auch im Vereinssport immer wichtiger. Im neuen Sportzentrum werden wir ein geballtes Fachwissen antreffen und wir werden neue Trainingsmöglichkeiten bekommen. Und Sport treiben ohne Verletzungen ist schier unmöglich. Darum werden wir uns im Sportzentrum gut betreut fühlen. Hilf uns, das Projekt mitzustemmen. Mit dem Spendenshop auf der Webseite kannst du das Leuchtturmprojekt mitprägen. Sei es als Verein, als Mieter, als Sponsorin, als Sportler, Sportlerin. Wir freuen uns auf deine Unterstützung.